Hat es Duljewitsch zur Stelle und der bringt den Ball jetzt weit nach vorn auf John Verhoek. Nee, auf Pascal Breyer, der jetzt in den Lauf von Svante Ingelsson und der ist schon im Strafraum. Kann er daraus das Tor schießen? Er schießt aufs Tor. Ja! Svante Ingelsson mit dem ersten Saisontor! Aus dem Eckball der Schalker! Einen Konter! Super gemacht von Haris Duljewitsch, der den Ball dann auf der rechten Seite bekommt, erst ein paar Meter geht und dann den Kopf hochnimmt und schaut, dass auf der linken Seite Svante Ingelsson durch ist und dann kann er den Ball dort spielen. Er wird verfolgt von zwei Gegenspielern, aber er ist schneller und der Ball kommt richtig gut an bei Pascal Breyer und er legt ihn dann einfach in den Lauf von Svante Ingelsson und der hat dann wenig Mühe, Matriciani davon zu laufen und dann, ja, ich weiß nicht, Freisen hat vielleicht so ein bisschen darauf spekuliert, dass er den Ball in die Mitte spielt, aber Ingelsson hat dann aus dann relativ spitzen Winkel doch aufs Tor geschossen und er trifft zum 1:0 in der 25. Minute für den FC Hansa Rostock. Ich habe es gesagt, sein erster Saisontreffer. Dann haben wir uns ja auch mit Dani Dusikan von dem Champions League Verein von Schachtar Donetsk in der Winterpause jetzt verpflichtet. Und jetzt, was kassieren wir das 1:1? Wieder Simon Terodde. Die Situation sah gar nicht so gefährlich aus und dann kommt der Flankenball über die linke Seite. Und dann ist Terodde mit dem Kopf zur Stelle. Wieder Terodde. Ja, das gibt es doch nicht. Typisches Schalke-Tor, Flanke aus dem Halbfeld. Das ist kein Flügellauf, wird einmal verlängert. Der wird einfach blind in die Mitte gedroschen, der Ball. Aber jetzt Hansa wieder in der Kontersituation, wieder mit Ingelsson, der den Ball in die Mitte chippt. Dort erreicht er. Tor! Er erreicht Verhoek und Verhoek schießt! Und trifft unten links! 2:1! 13. Saisontreffer von John Verhoek! Svante Ingelsson in den Lauf von John Verhoek. Der guckt, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Und ganz, ganz groß sehen wir ihn jetzt. Er küsst die Kamera. Liebe Grüße an die Jungs, an Jess und an Mason und an Josh. Die drei Jungs zu Hause, die mit der Mama zusammen jetzt das Spiel zusammenschauen. Und schöner Ball von Hanno Behrens vorher auf Svante Ingelsson. Und der chippt den dann in den Lauf von John Verhoek und der Holländer dann schneller als zwei Gegenspieler, kurz hinter dem Ball an und dann trocken mit rechts schiebt er das Ding unten links rein. Schönes Tor, 2:1 für den FC Hansa auf Schalke in der 40. Minute, der dort Çalhanoğlu mitnimmt. Der bringt den Ball wieder in die Mitte rein und wieder Kopfball und wieder Tor. Das gibt's doch nicht. Menschenskinder, wieder Terodde, wieder so ein scheiß Flankenball aus dem Halbfeld. Und keiner steht bei Terodde. 2:2, 43. Minute. Jetzt hat sich Ryan Melon da den Ball geschnappt. Läuft jetzt an, zeigt noch was an. Der Ball kommt jetzt in den Strafraum der Schalker. Wird einmal halb verlängert. Schuss aus der 2-3 vor. Macht das 3:2 in der 56. Minute nach diesem Einwurf, den die Schalker nicht sauber klären können, wartet er an der 16-Meter-Linie, trifft den Ball diesmal, den Risikoball, den dritten hintereinander, den trifft er dann Richtung Tor, der wird abgefälscht, sodass Freisel in der falschen Ecke liegt und es steht es 3:2 für den FC Hansa Rostock auf Schalke. Zum dritten Mal eine Führung und hoffentlich hält sie diesmal ein bisschen länger. Da war ein bisschen Glück dabei, gar keine Frage, aber so ist das nun mal. Wer schießt, kann auch Tore erzielen, denn der Ball nach dem langen Einwurf von Melon von einem Schalker verlängert und dann ist Breyer da und schießt drauf und dann schießt er, ich glaube, Kaminski war es, den er angeschossen hat, der den Ball dann unhaltbar für Freisel in den Kasten abgefälscht hat. Nee, Çalhanoğlu war es. Vielen herzlichen Dank, du hast das dritte Tor mit vorbereitet. 2 für den FC Schalke und entscheidend für uns dann zum 3:2. Abgefälscht. Also, das muntere Toreschießen auf Schalke geht weiter. Pascal Breyer mit seinem dritten Saisontor in dieser Zweitligasaison, nachdem er ja schon beide Tore beim 2:2 in Karlsruhe erzielen konnte. 56. Minute. Hansa führt auf Schalke wieder jetzt mit 3:2. Bülter, der den Ball mit dem Kopf verlängern kann. Dann ist es Pieringer, der den Ball rauslegt und da kommt die Flanke in die Mitte und da kommt er aufs Tor und ist drin. 3:3. Und wer ist doch zum Kotzen. Und es ist wieder Terodde. Es ist nicht zu fassen. Und wieder zu einfach. Eine Flanke, da geht keiner rauf und dann steht er da. Es nervt einfach. Es nervt wirklich, ey. Jetzt gibt es da vorne Sikan am Ball. Setzt nach. Sikan hat den Ball. Den müssen wir jetzt rausschlagen. Den haben wir jetzt unter Kontrolle. Dann ist es Hanno Behrens rechts raus auf Robin Meissner. Was macht Robin Meissner? Schickt nochmal. Sikan ist geil. Der Ball kommt in die Mitte. Und ja! Mit dem 4:3 in der 95. Minute. Du wolltest das nicht. Nein!
ist Schluss. Das ist ja unglaublich. Fröhling, haut den Ball in den Kasten. Und da kann der Terodde jetzt nicht mehr antworten. Das muss jetzt vorbei sein. Fröhling, 4-3. Dieser Ball von rechts reingegeben, landet auf seinem Fuß. Sickern hatte das super gemacht, weil er sich da reingehauen hatte, das Ding vorbereitet hatte. Dann im passgenau der Ball gespielt von Meißner. Und dann kommt er in die Mitte und dann ist Fröhling völlig frei. Fröhling völlig frei. Und mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß drückt er ihn dann aus 2 Metern in den Kasten. Und zwar genau am verdutzten Gesicht von Malik Chau vorbei. Also, das ist die Geschichte des Spiels. So, jetzt sind wir schon bei der 96. Minute. 97. Hansa führt mit 4-3 auf Schalke. Und jetzt muss das Ding doch gleich mal vorbei sein hier. Das kann doch nicht sein, dass der das Spiel immer noch weiterlaufen lässt. Wieder Sickern, der den Ball jetzt erobert. Und dann versuchen sie dazwischen zu gehen. Und jetzt ist es Julian Riedel, der den Ball. Ja! Los! Ja! Ja!